herzlich willkommen, lieber Wassermann, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 5. bis 11.11.2018. Schön, dass du dabei bist. Wir gucken, welche Energien vorherrschen. Das ist eine allgemeine Legung. Denk dran, kann nicht immer für jeden passen. Du ziehst dir das raus, was dir in deiner Situation persönlich weiterhilft. Darum geht's. Lass dich inspirieren. Und wie gesagt, die Wahl, was du davon nutzt und was nicht, obliegt natürlich dir. So, wir gucken mal, was wir haben, was von außen kommt, welche Energie für den Wassermann in dieser Woche. Und wir haben Wiedergeburt. Das heißt, da treffen ein paar große Veränderungen bei einigen in deinem Umfeld ein. Und die haben wahrscheinlich sehr viel mit sich selbst zu tun und sind gar nicht so, ich sag mal, nach außen irgendwie aktiv. Die sind mit sich selbst beschäftigt. Das ist ja nicht weiter schlimm. Das kann dir ja vielleicht auch nützlich sein. Gucken wir mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst in dieser Woche, was dein Wunsch ist in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, das, was gut ist für dich, das, was nicht so gut ist und der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann haben wir natürlich auch die Energien der Wochentage für den Wassermann in dieser Woche. Und wir gucken mal, ja, wie du nach außen hin wirkst oder welche Energien du mitbringst in dein Umfeld. Gucken wir mal, was wir da haben. So, schauen wir mal. So, und da haben wir die Liebenden. Das kann bedeuten, dass du, ja, ich sag mal, Liebe suchst oder dass es eine Entscheidung in der Liebe gibt, die zu treffen ist von deiner Seite. Okay, wir verteilen erstmal die Wochentage, den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, beginnen wollen wir natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist ja die Diebstahlkarte, die nennt sich so. Das bedeutet, dass jemand versucht, mit etwas davon zu kommen. Ich hoffe nicht, dass du das bist, dass du versuchst, mit etwas davon zu kommen, weil sowas kommt immer ans Tageslicht, früher oder später. Kann aber auch bedeuten, dass du einfach Dinge für dich behalten möchtest, dass du das irgendwie nicht nach außen tragen möchtest. Nun sind ja die Leute sowieso mit sich beschäftigt, weil Wiedergeburt bedeutet halt auch Veränderung, Transformation, neue Dinge. Die Leute sind vielleicht noch nicht so ganz auf die neuen Dinge, ja, vorbereitet. Dein Wunsch in dieser Woche, das ist die 8 der Münzen. Und das bedeutet Arbeit. Du möchtest für das, was du leistest, das, was du erbringst, arbeitstechnisch gesehen, auch, ja, ich sag mal, die Anerkennung bekommen. Ja, du möchtest gesehen werden. Das ist dein Wunsch. Deine Hoffnung und Ängste in dieser Woche, das ist die 10 der Stäbe. Du möchtest etwas, was dich sehr belastet, endlich loswerden. Ja, da gibt es wohl etwas, vielleicht ist es das, worüber du nicht sprechen möchtest, oder es hat mit der Arbeit zu tun, dass du eben da nicht so gesehen wirst, wie du das gerne hättest. Was ist denn gut für dich in dieser Woche? Da haben wir das Rad des Schicksals. Also das Rad des Schicksals geht in deine Richtung. Glück, ja, einfach Glück in manchen Situationen. So, was ist denn nicht gut für dich in dieser Woche? Da haben wir die Hohepriesterin. Ich glaube, das ist einfach jemand oder eine Situation, in der du das vielleicht nicht verbergen kannst. Oder jemand hat eine Antenne dafür, dass du was verbirgst. Und dass das vielleicht dann angesprochen wird. Das könnte unangenehm werden. Aber gucken wir mal, wie ist denn der Ausgang in dieser Woche? Wir haben die 2 der Münzen. Das heißt, es könnte sein, dass du letztendlich 2 Alternativen jonglierst. Das könnten 2 Jobs sein zum Beispiel. Oder vielleicht, dass du ein neues Angebot für einen Job hast oder irgendwas, wo du nicht genau weißt, in welche Richtung du da tendierst. Okay, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn am Montag für dich? Wir haben den Tod. Das ist diese Transformation, die du wahrscheinlich auch durchmachst, nur andere sind schon ein Stück weiter. Das heißt, du veränderst dich, Dinge verändern sich, Situationen verändern sich, ja. Und da muss man halt, ja, flexibel drauf reagieren. Und je nachdem, in welcher Situation man sich gerade befindet, kann das schon mal schwierig sein, flexibel zu sein. Aber gucken wir mal, was am Dienstag kommt. Da haben wir den Page der Stäbe. Das ist Feuerenergie.
Widder, Löwe oder Schütze könnte das sein, eine jüngere Energie. Das ist auch Kreativität, Fokussierung auf ein Ziel. Das ist immer ganz gut, wenn man sich auf eine Sache fokussiert, dann kann man sich der besser widmen, als wenn man zu viele Optionen hat. Am Mittwoch haben wir die 6 der Münzen. Da geht es um Ausgewogenheit. Das ist so ähnlich wie bei der 8 der Münzen, dass man da, ja, du möchtest gesehen werden und da geht es um Ausgewogenheit. Faires Geben und Nehmen, vielleicht ist das im Moment nicht der Fall und ja, es kommt zur Sprache, gucken wir gleich mal nach. Am Donnerstag haben wir die 2 der Kelche. Das ist eine sehr schöne Karte, da begegnest du jemandem auf Augenhöhe. Das kann jemand sein, den du kennst, es kann aber auch jemand sein, den du noch nicht kennst. Ja, du hattest ja die Liebe, eine Entscheidung in der Liebe vielleicht, dass du wirklich jemandem auf Augenhöhe begegnest, bedeutet, ihr seid gleichwertig, ihr habt gleiche Rechte, gleiche Pflichten und ihr kommt euch sehr nahe und könnt ja auch viel erreichen, also wenn ihr euch auf Augenhöhe begegnet und kommuniziert und das handelt. Das kann eine Liebesbeziehung sein, muss es aber nicht. Es kann eine Freundschaft sein, es kann ein Familienmitglied sein. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Begegnung. Am Freitag haben wir die Königin der Stäbe. Das ist auch wieder Feuerzeichenenergie. Das ist Widder, Löwe oder Schütze. Kann weiblich oder männlich sein, ist ja eine allgemeine Legung. Da ist jemand vielleicht, das ist, kann dein Gegenüber sein, ne, dass dir dann auf Augenhöhe begegnet. Schützen, Widder oder Löwen sind halt auch Menschen, die ihre Ziele verfolgen. Und vielleicht ist das auch einfach nur ein Ratschlag, jemand, der dich unterstützt, der dir einen Tipp gibt, wie du das erreichen kannst. Ja? Und Tipps von solchen Leuten sind immer gut. Also hörst dir zumindest an. Entscheiden musst du natürlich selber, ob du das annimmst. Die haben sehr gute Ideen, die sind auch sehr kreativ, hier ist auch ja Feuerenergie, sehr kreativ und ja, kann dir sehr hilfreich sein. Am Samstag haben wir die 5 der Münzen. Das ist so eine Energie, entweder ziehst du dich zurück oder du wirst irgendwo ausgeschlossen. Das ist natürlich nicht schön. Sowohl wenn du dich zurückziehst, ist das für dein Gegenüber vielleicht nicht so toll. Andererseits, wenn du ausgeschlossen wirst, fühlst du dich ja auch ein bisschen außen vor. Das ist keine gute Sache. Am Sonntag haben wir das Rad des Schicksals und das hatten wir ja auch hier im Ausgang. Nee, nicht im Ausgang, wir hatten das gut für dich. Du hast einfach Glück, ja, das ist doch schön. Die Dinge fallen dir sozusagen dann in den Schoß und du musst halt nur richtig damit umgehen, dann kannst du da viel erreichen. Gucken wir mal, was wir haben. Was ist denn die 7 der Schwerter? Was willst du verbergen oder was ist, ja, was soll halt nicht nach außen dringen? Die 10 der Kelche, vielleicht deine große Liebe, vielleicht deine Liebe zu jemandem, da gibt es noch ein Geheimnis, vielleicht machst du es zum Geheimnis, vielleicht möchtest du dich nicht offenbaren oder noch nicht, ja, okay, lassen wir es mal so stehen, du ziehst das ja in deine Situation, wie du das für dich brauchst. Dann haben wir hier in deinem Wunsch, du möchtest gesehen werden und da haben wir wieder diese 2 der Kelche, da möchtest du auf Augenhöhe jemandem begegnen und das klappt sehr gut, ja. Hoffnung und Ängste, du hast Angst, dass du dir etwas aufbürdest oder du hast schon eine Bürde, da musst du langsam und pragmatisch rangehen. Also wenn es etwas gibt, was dich belastet, dann musst du da mit Disziplin und natürlich Arbeit rangehen. Du bekommst auf jeden Fall Unterstützung dabei oder kannst dir Hilfe holen, wenn es etwas gibt, was du als Belastung siehst. Dann haben wir, gut für dich ist ja das Rad des Schicksals und da haben wir auch die Wunscherfüllung. Also, alles gut. Nicht gut für dich ist die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist wahrscheinlich jemand, der dein Geheimnis irgendwie aufdecken könnte. Da haben wir das Ass der Münzen. Das ist, ja, und Wettbewerb. Das heißt, es könnte sein, dass jemand versucht, dir deine Möglichkeit, etwas zu erreichen, wegschnappen möchte. Ja? Derjenige, diejenige, wer auch immer, spürt, dass du etwas verbirgst und versucht, daraus Profit zu schlagen. Aber da wird, ja, ich sag mal, da kämpfst du dagegen. Das ist gut. 2 der Münzen ist der Ausgang. Das ist der Turm. Und die Transformation, da verändert sich was.
Es geht um Veränderung. Ich glaube, dass du momentan mit dieser Veränderung, die sich da tut, ein kleines bisschen Probleme hast, ja? Und deswegen auch mit deinen Gefühlen hinterm Berg hältst und jemanden brauchst, der dich unterstützt, ja? Das ist für dich eine Bürde, dass sich so viel verändert auf einmal. So, jetzt haben wir ja hier am Montag direkt die Transformation. Und das ist für dich eine Belastung. Aber die hast du schon. Ja, diese Belastung, diese Veränderung steht schon länger im Raum. Du hast das Schlimmste überwunden und du suchst dir Unterstützung. Du möchtest dein Leben, das, was du möchtest, langsam aber sicher aufbauen. Vielleicht mit anderen, vielleicht auch allein. Jetzt haben wir am Dienstag ja die Kreativität und den Neuanfang. Also du beginnst neu und kreativ etwas. Das ist doch gut in dieser Woche. Wir haben am Mittwoch wieder die sechs der Münzen. Sechs der Münzen ist Geben und Nehmen ausgewogen, und wenn du dich daran hältst, bist du sehr erfolgreich. Also wenn du, wie gesagt, auf Augenhöhe deinem Partner, deiner Partnerin begegnest oder Freunden, Familienmitgliedern, dann kannst du damit sehr erfolgreich sein. Du hast hier die zwei der Kelche und da geht es um Gefühl, da geht es darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Nimm es an. Ja, hier ist die vier der Kelche, das heißt, dass du das so von dir weg drückst oder das ablehnst, das würde ich dir abraten, einfach weil ein bisschen Hilfe und Unterstützung kann nicht schaden. Ja, das kannst du ja noch mal überdenken, ob du das möchtest oder nicht. Am Freitag haben wir die Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie. Das ist möglicherweise die Person, die dir versucht zu helfen. Da haben wir die vier der Schwerter. Das heißt, ruhig, langsam. Ja, hier, wenn du diese Hilfe nicht direkt annehmen willst, dann erbitte dir doch einfach Bedenkzeit und lass dir ein bisschen Zeit. Denk darüber nach, vielleicht übers Wochenende. Vielleicht hast du deshalb die fünf der Münzen, dass du dich zurückziehst und über gewisse Dinge nachdenkst. Aber mit dem Stern, und das ist ja deine Karte, wäre das eine gute Unterstützung für dich. Also überleg das nochmal. Fünf der Münzen hier ist ja Rückzug oder eben Ausgrenzen. Da bist du zu Hause, da fühlst du dich wohl, da willst du ja über alte Dinge nachdenken. Vielleicht, wie gesagt, auch über dieses Angebot. Das ist okay. Zieh dich ruhig zurück, ne? Sorg für Ruhe, lass dich nicht einschränken oder so. Und dann haben wir das Rad des Schicksals. Und da haben wir ja hier ein 3 der Schwerter. Das bedeutet Herzschmerz. Und das ist die Kraft, das zu überwinden. Und da haben wir noch mal die Königin der Stäbe. Ich glaube, dass diese Person dir mit Power hilft, diesen Herzschmerz oder diese Enttäuschung zu überwinden. Da hast du jemanden an deiner Seite, der dir sehr hilft. Ja? Und bitte versuche, diese Hilfe eben nicht abzulehnen. Das kann dir sehr gut tun, wenn du gute Ratschläge bekommst. Fassen wir noch mal zusammen. Hier hast du etwas, was du verbergen willst. Es geht um deine Gefühle, dein Haus, deine Familie. Das ist ein Geheimnis. So, dann hast du hier in deinen Wünschen, dass du gesehen werden willst, was du leistest, auf Augenhöhe. Und das wird kommen. Dein Wunsch wird dir erfüllt. Dann haben wir hier in deinen Hoffnungen und Ängsten Belastung. Die sollst du langsam aber sicher abarbeiten und du bekommst Unterstützung von einer Institution oder auch von Personen. Dann haben wir hier gut für dich ist das Rad des Schicksals und das erfüllt dir deine Wünsche. Also es geht gut für dich aus, alles, was du dir wünschst. Nicht gut für dich ist die Hohepriesterin, jemand, der dein Geheimnis oder deine Sache, die du verbergen willst, erahnt und versucht daraus Profit zu schlagen. Also achte darauf. Da haben wir die fünf der Stäbe. Das ist dann so ein bisschen Verteidigungsmodus. Das ist auch korrekt. Dann haben wir die zwei der Münzen. Du jonglierst irgendwie so ein bisschen mit der Veränderung. Du möchtest das nicht, aber letztendlich kommt die Veränderung, ja, mit dem Tod. Den haben wir auch hier direkt am Montag. Da haben wir hier Enttäuschung, die du fast überwunden hast. Da brauchst du auch Unterstützung. Gemeinsam lässt sich so etwas einfach besser handeln. Am Dienstag haben wir Kreativität, Feuerenergie und einen möglichen Neustart mit dem Narren. Sehr schön. Am Mittwoch haben wir hier die sechs der Münzen Ausgleich, also dass jeder nicht zu kurz kommt, dass jeder gerecht behandelt wird und damit bist du erfolgreich. Wir haben hier am Donnerstag wieder die zwei der Kelche, also sich auf Augenhöhe begegnen, sich ruhig mal bemuttern lassen, sich mal, ja, das bloß nicht ablehnen. Weil du geneigt bist zu sagen, ich brauche das nicht, ich will das nicht, aber es tut dir gut, du brauchst es doch.
Und am Freitag haben wir die Königin der Stäbe, Feuerenergie wieder, mit tollen Ideen, auch so Leute, die ihre Ziele erreichen, die dir helfen kann. Da kannst du dir ein bisschen Ruhe oder Bedenkzeit ausdenken oder erbitten. Und da hast du den Stern. Das kann dir sehr, sehr helfen. Wie gesagt, am Samstag ziehst du dich zurück in dein Haus, in dein Heim und denkst über Vergangenes nach. Das ist nicht schlimm, das ist gut. Und am Sonntag hast du das Rad des Schicksals. Du kannst über einen Schmerz mit Stärke hinwegkommen und möglicherweise mit dieser Königin der Stäbe, die dir hier weiterhilft. Also alles in allem eigentlich sehr, sehr positiv. Ja? Du hast Unterstützer, du hast Leute, die dich auch lieben. Und deswegen denke ich, dass du da ruhig die Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Das ist jetzt mein Rat für dich. Die anderen haben auch einiges durchgemacht, sind wiedergeboren worden. Und du musst jetzt eine Entscheidung in Sachen Liebe bzw. Gefühl treffen. Lass es zu. Ja, es ist wichtig im Leben. Deine Orakelkarte. Morgendämmerung. Das Schlimmste liegt hinter dir. Neue positive Erfahrungen liegen vor dir. Toll. Grandios. Also, sei neugierig darauf, lass dich auf das Risiko ein. Mit dem Narren musst du ja auch das ein oder andere Risiko eingehen. Ja, und wir haben, es sind zwei Karten rausgekommen, Engelkarten, Chance und Licht. Ich lese beide vor. Die erste war Chance. Uns allen bieten sich Chancen im Leben, dann müssen wir mit dem Strom mitschwimmen, der in unser Leben getreten ist. Wenn du diese Engelkarte ziehst, ist das ein Zeichen dafür, dass jetzt eine solche Chance auf dich zukommt. Es liegt an dir, den größten Nutzen daraus zu ziehen. Sei stets wachsam und bereit. Nimm alles in deiner Umgebung ganz bewusst wahr. Natürlich kannst du dir deine Chancen im Leben auch selbst schaffen. Wenn du an genügend Türen klopfst, wird sich unweigerlich eine für dich öffnen. Diese Karte ermutigt dich daher auch dazu, nicht aufzugeben. Vielleicht hat eine Tür, die dir vorher verschlossen war, sich gerade um einen Spalt geöffnet. Lasse Ruhe in deinen Geist einkehren und bitte die Engel um Hilfe. Affirmation: Ich bin bereit für alle Chancen, die sich mir bieten. So, und dann hatten wir ja noch eine zweite und die heißt Licht. Licht erhält das Dunkel und die Düsternis, bringt Hoffnung und Inspiration. Bitte die Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, denn Licht birgt spirituelle Informationen und spirituelles Wissen. Diese Informationen sind Schlüssel zum Universum und schenken dir Liebe und inneren Frieden. Außerdem erschließen sie dir deine eigene innere Weisheit. Lasse dein inneres Licht immer klarer und intensiver werden, dann wirst du auch deinen Weg und deine Ziele im Leben klar erkennen können. Du wirst ein strahlendes Licht ausströmen und zu einem Leuchtfeuer werden, das andere Menschen an die göttliche Hilfe erinnert, die ihnen stets zugänglich ist. Die Botschaft der Engelweisheit lautet: Bitte die Engel, die göttliche Flamme in deinem Inneren zu entfachen und zu stärken. Und die Affirmation: Ich bin ein Licht. Schön. Also Chancen und Licht. Also hervorragend. Ich hoffe, du nutzt das auch entsprechend und die Legung hat dir dann auch entsprechend weitergeholfen. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen und bin natürlich gespannt, inwieweit dir das geholfen hat. Und Ende der Woche würde ich mich sehr freuen, ein kurzes Feedback zu bekommen. Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.